So, Leute, da sind wir beim nächsten Deck Tag und ich habe euch heute mitgebracht Moon Stompy oder auch Dragon Stompy, wie manche Leute sagen, was es halt nicht mehr ist, weil es kein Dragon ist und es ist auch kein Flux Stompy, nur weil es nur noch zwei Flux spielt und ja, ich nenne es einfach Moon Stompy und gucken wir uns das Deck mal an, fangen wir mit der Mana-Basis an. Wir haben vier City of Traitors, tappen für zwei farblose Mana. Das Ding wird geopfert, wenn man das Land spielt. Legen wir erstmal die teuerste Karte auf den Tisch. Dieses vier Karten kosten mehr als der Rest von dem Deck. Und der ist schon teurer geworden. Früher war das mal ein richtiges Budget-Deck. Spikes von Reserved List auch nicht mehr. Die waren mal früher so bei einem Huni, da hat man 400 hierfür bezahlt, 400 für den Rest des Decks, 800 Euro für ein Legacy-Deck, was bis heute zum Großteil besteht und nicht rotiert hat und immer noch gespielt wird und man immer noch in verschiedenen Versionen spielen kann, ist es fair. Ancient Tomb. Vier Stück. Tappen für zwei farblose. Wir kriegen zwei Schaden dafür. Dann vier Shatter Skull Summoning. Smashing. Ich habe die mal so gemacht. Ist ein Spell eigentlich. Aber eigentlich ist es in diesem Deck eher ein Land. Es ist ein Land, das ins Spiel kommt, wo wir drei Schaden für nehmen. Wenn es enttappt ins Spiel kommen soll, tappen für ein rotes. Und es hat eben die Rückseite, eigentlich ist es ja die Vorderseite, für zwei rote und X schießt es X Schaden auf bis zu zwei Kreaturen und oder Planeswalker aufgeteilt. Und wenn X 6 oder mehr ist, dann fügt das zweimal diesen Schaden zu. Was schon ziemlich gut ist. Dann einmal ein Sokenzahn Crucible of Defiance. Ist ein legendäres Land, von dem ich aktuell überhaupt nicht überzeugt war, bis ich es angefangen habe zu spielen. Es ist ein Channel-Land aus Kamigawa, tappt für ein rotes. Für 4 Mana kriegen wir 2-1-1 Colorless Spirits. Und ich dachte am Anfang so, hey, wait, Colorless Spirits, das macht ja gar keinen Sinn. Das ist ja überhaupt nicht cool. Für 4 Mana, 2-1-1er. Und dann irgendwann habe ich gemerkt so, hey, das ist doch gut. Und das kann man doch spielen. Und ja, also End of Turn, die reinmachen, angreifen, Token machen, Gedöns machen. Gerade mit dem Flux Squad, was man, wie gesagt, noch zweimal spielt, ist eine sehr, sehr gute Karte. Es ist ein Land, was ich aktuell austeste. Hin und wieder mal, beziehungsweise die meisten Decks spielen auch eine Den of the Bugbear. Meins ist noch in diesem Challenger-Deck, was ich mir geholt habe, was ich noch nicht aufgemacht habe für euch an Kamera. Das kommt auch noch irgendwann. Dementsprechend könnt ihr sehen, wann dieses Video gemacht wurde, weil hier ist das noch zu. Und dann könnt ihr sehen, wie weit entweder das hier entfernt ist oder dieses Deck-Tag entfernt ist. Auf jeden Fall teste ich aktuell erstmal das Sokenzahn. Wenn mir das nicht gefällt, dann nehme ich die Den of the Bugbear rein. Genau. Dann haben wir zwei Snow-Covered Mountains und vier Mountains. Die zwei Snow-Covered Mountains sind einfach nur dafür da, dass ich ein bisschen Diversität drin habe. Plus, ich teste mit den Snow-Covered Mountains, was passieren würde, wenn ich hier zum Beispiel ein zweites Sokensan oder zwei Den of the Bugbear reinnehme, dass ich das ein bisschen selber monitore und ein bisschen selber gucke, welche Karten sind das und macht das Sinn. Soviel zur Landbasis. Ja, ich schon, ja, bisschen Upspeed, ne? Ich habe schon eine Menge über Mountains geredet, weil gefühlt sind das alles Mountains. Dann kommen wir mal zu dem Stompy-Part. Das Deck heißt Moon Stompy, weil wir spielen Blood Moon. Wir spielen vier Blood Moons. Non-Basic Lands am Mountains. Drei Mana Verzauberung. Muss ich nicht viel zu sagen. Zerstört die meisten Decks. Dann haben wir noch vier, ich mach's diesmal jetzt mal anders. Ich habe gerade gemerkt, das ist ein bisschen kacke. Vier Fable of the Mirrorbreaker. Für ein rotes, zwei farblose kreieren wir einen 2-2 Goblin Schamane, der angreifen kann und einen Token macht. Für die nächsten Part, also den nächsten Saga-Punkt, ziehen wir zwei Karten, wenn wir zwei Karten abwerfen, oder eine Karte, wenn wir eine Karte abwerfen, oder null Karten, wenn wir null Karten abwerfen, vorher. Und beim dritten exilen wir die und bringen die wieder als Kiki-Yiki-Effekt. Dieses Deck lebt davon, was von oben vom Deck runterkommt. Dementsprechend ist es das erste Mal, dass dieses Deck Card Draw hat, was wahnsinnig gut ist. Wir können das Ding in der ersten Runde rausrampen, um einen Goblin zu haben, der uns Mana macht in der zweiten Runde. Auch der Wahnsinn. Und wir können mit Kiki-Yiki Kopien von Kreaturen machen, die super mächtig sind. Dementsprechend Hammerkarte für dieses Deck. Wirklich, wirklich cool. Dann spiele ich vier Trinisphären. Drei Mana. Die schwerste Karte in Magic. Solange sie ungetappt ist, kosten alle Karten 3 Mana, die keine 3 Mana kosten. Es ist super schwierig, den Leuten zu erklären, wann sie 3 Mana bezahlen müssen und wann nicht. Ich hatte jetzt neulich jemanden, der gesagt hat, ey, ich habe hier einen Hogarth, muss ich 3 Mana bezahlen? Nein, musst du nicht. Du convokest und so. Das ist was anderes. Convoke bezahlt Mana-Kosten. Und andere Sachen wie Force of Will sind statt die Mana-Kosten zu bezahlen. Und es gibt alternative Casting-Kosten, wie zum Beispiel Flashback. Da musst du dann auch nochmal 3 Mana bezahlen. Oder eben nicht,
je nachdem wie viel Flashback-Kosten du hast. Und ja, es ist die schwerste Karte in Magic. Gefühlt sollte der Level-1-Judge-Test damit anfangen oder zumindest der Rules-Advisor-Test sollte immer eine Trainingssphäre-Frage drin haben. Dann 4 Chalice of the Void. Doppel-X, kommt mit X-Marken ins Spiel, wir kontern den Zauber, der X-Mana kostet. Super, super mächtig, alleine weil wir den auf 1 setzen und der Gegner kann sein halbes Deck nicht mehr spielen. Im Legacy spielt man fast nur 1-Mana-Sachen. Wir jetzt nicht, uns stört das nicht. Wir haben auch nur einen 2-Mana-Spell drin, deswegen kann man den auch manchmal auf 2 setzen. Ist ganz cool. 3 ist doof. Also 3 ist 3, 3 ist nicht so geil. Und dann spielen wir noch 4 Chromox. 0-Mana-Artefakt, wenn er ins Spielfeld kommt, exilen wir eine Nicht-Artefakt, Nicht-Landkarte aus unserer Hand. Und den kann man tappen, um Mana der Farbe zu bekommen. In unserem Fall tappen für ein rotes Mana. Ist ganz cool. Interessante Interaktion ist auch, dass man das Smashing da reinwerfen kann, weil das eben, das ist ja die eigentliche Frontseite, auch wenn es bei uns im Deck eigentlich so rum aussieht. Aber das ist die Frontseite und die können wir da reinwerfen, dann macht er auch rotes Mana. Sehr, sehr cool. Wir kommen also relativ gut auf die Mana-Kosten von 3. Wir wollen ja in der ersten Runde was spielen. Das Deck funktioniert nur, wenn wir in der ersten Runde Moon, Fable, Trinisphäre, Chalice oder Goblins rauswerfen. Und das machen wir eben mit Chromox oder eben diesen Soullands und eben den Spirit Guides. 4 Siamin Spirit Guides, das sind unsere Kreaturen, wissen wir jetzt übrigens. 3 Mana 2-2, wir können aus der Hand exilen für ein rotes Mana. Ähnlich wie ein Chromox, ganz cool, sind auch beste Freunde, weil der macht den dauerhaft. Und dann eben die 3 Mana Goblins. Davon spielen wir 4 Goblin Rebel Master. 3 Mana 2-2. Goblins müssen jede Runde angreifen. Zu Beginn des Combats kriegen wir einen 1-1 Goblin. Der hat auch noch Eile. Und immer wenn er angreift, kriegt er +1/+0 für jeden anderen angreifenden Goblin. Das ist eine super mächtige Karte, wenn wir die Turn 1 rauslegen. Dann machen wir einen Schaden. Nächste Runde machen wir insgesamt 2+2+2, 6 Schaden. Ist der Gegner auf 13 Leben. Und Turn 3 hat er halt noch 13 Leben. Und wir haben 3 Goblins. Das sind 3 Schaden. Er macht 2 Schaden. Nochmal 3 Schaden sind 8 Schaden. Das heißt, wir haben eine 4-Turn-Clock. Nur durch den Rebel Master. Wenn wir dann noch einen Bloodmoon hinterherwerfen, Chalice oder ähnliches, oder einen zweiten Rebel Master, ist das Spiel ganz, ganz schnell um. Apropos zweiter Rebel Master. Legion Warboss, ebenfalls 4 Stück. 3 Mana 2-2 mit Mentor. Wenn er angreift, und können wir einer Kreatur, die weniger Stärke hat, eine +1/+1-Marke geben. Und zu Beginn des Combats kreieren wir einen 1-1 Goblin, der kriegt Eile bis zum Ende des Zuges und greift diese Runde an. Das ist auch super interessant eben mit dem Fable of the Mirrorbreaker, weil wir können mit den Reflections auch easy peasy mal ein paar von den Goblins kopieren und dann wird das auch mal ganz, ganz schnell, ganz, ganz eng mit dem Kram. Wichtig zu wissen, Rebel Master sagt, alle Goblins müssen angreifen, das ist ein Goblin. Ja? Nur damit ich es auch mal erwähnt habe. Manche Leute wollen ja in den Deck-Tags ein bisschen mehr Tiefe drin haben, habe ich gelesen. Und das versuche ich auch so ein bisschen euch zu geben. Dementsprechend, wenn es euch gefällt, könnt ihr an der Stelle ja mal schon mal den Daumen nach oben geben. Würde mich sehr, sehr freuen. Und wenn ihr mehr sehen wollt, könnt ihr natürlich auch gerne abonnieren. Gehen wir weiter zum Deck. Ich spiele 2 Bonecrusher Giants. 3 Mana, 4-3. Wenn er Ziel von einem Zauber wird, fügt er dem Beherrscher 2 Schaden zu. Und wir können ihn für 2 Mana Adventure schicken, dann stompen, 2 Schaden auf irgendeinem Target zufügen, Damage kann nicht verhindert werden. Und dann können wir den aus dem Adventure casten, auch für 3 Mana. Das ist unser einziger 2 Mana Spell. Wie gesagt, Chalice of 2 ist voll okay. Und der kostet halt 3 Mana, den habe ich auch schon Turn 1 gemacht. Das war nicht gut, aber man kann es halt machen. Dann spiele ich eine Hazoret, The Favorant. 4 Mana, 5-4, Unzerstörbarkeit. Eile, kann nicht angreifen oder blocken, es sei denn, man hat ein oder weniger Handkarten. Für 3 Mana kann man eine Handkarte abwerfen, um den 2 Schaden jedem Gegner zuzufügen. Erstens ist unzerstörbar, was sehr, sehr gut ist. Zweitens, unsere Hand ist sehr schnell sehr leer. Drittens, wir können damit wirklich, wirklich cool zuhauen. Viertens, wir können auch einfach für 3 Mana andauernd Schaden schießen. Das ist wieder die magische 3 und auf 3 Mana sollten wir kommen. Auch interessant mit dieser Karte ist die nächste Karte, und zwar Fireflux Squad. 4 Mana, 4-3, Eile. Wenn die angreift, können wir eine andere angreifende Kreatur exilen. Wenn wir das tun, revealen wir die obersten Karten von unserem Deck, so lange bis wir eine Kreaturenkarte revealen. Die kommt dann getappt und angreifend ins Spiel und der Rest geht unter das Deck. Interessant dabei ist, dass Hazoret eben nicht angreifen kann oder blocken kann, aber wenn sie angreifend ins Spiel kommt, ist das voll okay. Ebenfalls ist es so ein Bonecrusher Giant, der angreift mit 4-3, ist voll okay. Oder wir machen eben aus einem Rebel Master Token, keine Ahnung, einen Siamin Spirit Guide, das passiert meistens. Ist ganz nett, man weiß nicht, was kommt. Was zum Beispiel auch kommen kann, und auch die Karte ist gut mit Fable of the Mirrorbreaker, sind eine unserer 4 Furies. Modern Horizons 2, da ist es. 5 Mana, 3-3, Doppelschlag.
der natürlich dann auch hier mit Angreifen ins Spiel kommt, was sehr, sehr mächtig ist. Und wenn er ins Spielfeld kommt, können wir 4 Schaden beliebig aufteilen auf Kreaturen, was eben auch eine Menge Blocker removen kann. Oder wir können das Ding eben auch für Evoke einfach reinlegen, indem wir eine rote Karte exilen, dann wird das Ding direkt geopfert. Das ist halt Fury, auch der sehr, sehr cool mit Fable, damit wir ihn immer wieder kopieren können, immer wieder 4 Schaden schießen können, eine Eile-Kopie haben und dann für 6 Doppelschlag zuhauen können. Auch das sehr, sehr mächtig. Die Fable ist wirklich eine richtig geile Karte in dem Deck. Deswegen würde ich auch niemals unter 4 aus dem Haus gehen. Aber das ist eine persönliche Meinung. Gucken wir mal das Sideboard an. Beim Sideboard musste ich jetzt ein bisschen lachen, weil ich habe festgestellt, das Sideboard hat sich gefühlt seit 20 Jahren nicht geändert. Ist nicht ganz richtig. Aber das Sideboard hat sich mindestens seit 2 Jahren gefühlt nicht geändert. Unterschiede sind minimals. Zum Beispiel, dass man jetzt Magus of the Moon im Sideboard spielt. Wir spielen im Sideboard, weil wir den eigentlich nicht mit dem Flux-Squad raushauen wollen. Deswegen sind wir da auf mehr Goblins gegangen. Wir mussten ja auch Platz schaffen für die Fable. Wenn wir aber ein Matchup laufen, wo Blood Moon sehr gut ist, können wir eben noch Blood Moon 5 und Blood Moon 6 reinnehmen, was vielleicht ganz wichtig sein könnte. Dann Fiery Confluence. 2 rote, 2 farblose. Wir suchen uns beliebig viele Modis aus. Wir dürfen uns 3 Stück aussuchen. Aber wir dürfen jeden Modi auch mehrfach benutzen. Das heißt, wir können uns aussuchen, dass wir an jeder Kreatur 1 Schaden zufügen, an jedem Gegner 2 Schaden oder ein Artefakt zerstören. Das heißt, wir können eine nullige Mischung daraus machen, zum Beispiel jedes einmal. Wir können aber auch dem Gegner 2 Schaden schießen und 2 Artefakte zerstören. Oder wir können auch 3 Artefakte zerstören. Aber dann können wir keinen Schaden schießen. So funktioniert Fiery Confluence, sehr, sehr gute Karte für das Deck. Dann 3-mal Boom, Dead and Gone, nicht Boom and Bust. Dead and Gone, ein Spell, den man links oder rechts spielen kann. Wir können entweder Dead spielen, dann fügt er für 1 rotes Mana 2 Schadenspunkte zu an der Kreatur. Das wird selten passieren. Alleine aus dem Grund heraus, dass wir halt den nicht wirklich spielen können. Es geht halt einfach nicht, weil Chalice macht den halt bad. Aber manchmal kann man ihn reinnehmen als Removal, dann ist es ganz nett. Und gegen Delver oder so ist der halt sowohl auf der Seite gut als auch auf der Seite. Denn wir haben noch Gorn. Gorn ist für 3 Mana eine Instant. Damit können wir eine Kreaturenkarte zurück auf die Hand des Besitzers packen. Damit können wir nach Lager auf die Hand bouncen, Grizzlebrände, irgendwelche komischen Reanimate-Targets oder eben sowas wie einen Murktide. Sehr, sehr gute Karte. Deswegen auch 3-mal. Dann noch 2-mal Pyroblast. Für 1 rotes Mana. Ja, für 1 rotes Mana. Zerstören wir eine blaue Karte. Ne, zerstören eine Karte, wenn sie blau ist. Oder Counter-Spell, wenn er blau ist. Ich habe mich absichtlich mit Pyroblast jetzt angelegt, damit ich sie noch spielen kann, in den Chalice rein, damit Hazoret angreifen kann. Das kann man mit einem Red Elemental Blast jetzt nicht, außer ist da Chandra drauf, genau wie auf dem Fiery Confluence. Und ja, es ist eine gute Karte. Spielen wir trotz Chalice. Das sagt eigentlich schon alles aus. Dann haben wir 2 Chandras Awakened Inferno. Die ist halt sehr, sehr gut gegen Control. 6 Mana, 6 Marken. Sie kann nicht gekontert werden, das vergessen manche Leute. Plus 2, jeder Gegner kriegt ein Emblem. Mit zu Beginn des Saisons zumindest kriegt er 1 Schaden. Das heißt, wenn wir die 2 Runden beschützen können, dann kriegt der Gegner 3 Schaden pro Runde. Und das finisht den schnellsten Kontrollspieler meistens trotzdem aus. Minus 3 können wir 3 Schaden an jedem Nicht-Elemental-Kreatur zufügen lassen. Das passiert auf unserer Seite selten, weil wir haben echt eine Menge Kreaturen, die dabei draufgehen. Interessant ist dabei, es sind Nicht-Elemental-Sachen. Und Fury ist ein Elemental. Elemental Incarnation. Der wird davon nicht betroffen. Das ist wichtig. Manchmal. Oder minus X, was öfter passiert, wir können einer Kreatur oder Planeswalker X Schaden zufügen. Und wenn die permanent zerstört wird, wird stattdessen exiliert. Dazu haben wir noch 4 Leylines of the Void, ein schwarzer Verzauberungsspell, den wir von der Starthand aus spielen können, weil wir Graveyard Hate brauchen. Denn der sagt, solange er im Spielfeld ist, kann der Gegner Karten, die in den Friedhof gehen, werden exiliert. Man kann die nachher auch noch mal in Chromox hauen oder jetzt eben in die Fable of the Mirrorbreaker, indem man sie auch abwerfen kann. Deswegen können wir die uns ruhig leisten und müssen hier nicht auf irgendwelche Müllartefakte, die wir uns sowieso kontern würden und so zurückgehen, dann sollen die Leute mit Karn spielen. Hier sind 4 Leylines drin. Ich finde die Leylines auch wirklich gut. Und ich mag das Deck. Man merkt es, glaube ich. Gehen wir mal in den Deck-Talk, dann kann ich euch erzählen, warum. Ich liebe dieses Deck einfach. Ich finde es super, super cool. Manche Leute sagen, ich habe keine Ehre, weil ich Bloodmoon spiele. Aber ich liebe dieses Deck einfach. Man nimmt seine Starthand auf. Man kann es im Vollsuff spielen und gucken. Ich kann in der ersten Runde Bloodmoon spielen. Oder Trinisphäre. Oder Chalice. Oder Rebelmaster. Oder Warboss. Keep. Ich kann in der zweiten Runde auch was spielen.
bester Keep oder ein Fable kann man auch spielen in der ersten Runde. Ist aber nicht ganz so stark wie der Rest. Grundsätzlich ist es so, man hält aber die Hand, sieht, man kann was spielen. Man hat zwei verschiedene Decks in einem. Man hat so eine Stompy-Version mit Chalice, Trinisphäre, Bloodmoon, die den Gegner abfacken sollen, damit er nicht ins Spiel reinfindet. Man hat sowas wie die Goblins, wo er sagt, Goblin, habe ich jetzt gewonnen. Das ist der Hammer. Und jetzt mit dem Fable hat man halt so interessante Interaktionen, weil man hat erstens einen Goblin, zweitens endlich mal Discard und Draw. Und mit dem Reflection kann man so viel machen. Man kann auch ein zweites Fireflux Squad nehmen, wenn man mehrere Karten suchen möchte. Man kann Furies nehmen, damit man removed und angreifen kann und oder mehr Goblins. Und es ist so cool. Das Deck ist so viel cooler geworden seitdem, auch wenn es jetzt Furies spielen muss. Vorher bin ich mit zwei Furies ganz gut klargekommen. Jetzt muss ich mittlerweile leider vier spielen, was mir nicht gefällt. Aber okay, ich mag das Deck wirklich. Und wenn ihr die Chance habt, es zu spielen, spielt es mal und schaut, ob es euer Jam ist. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ablexit. Ciao, ciao.